Wir hatten doch alles geklärt. Robert, wir haben überhaupt nichts geklärt. Ihr habt gesagt, ihr kümmert euch um das Kind. Ja, vorläufig. Und dann? Soll ich es etwa zur Adoption freigeben? Sag mal, was ist denn mit dir los? Bist du verrückt geworden? Wie kannst du sowas überhaupt noch denken? Wann begreifst du es endlich? Du bist für deine Tochter verantwortlich. Ja, schön, vielleicht fällt es dir im Moment noch schwer, in ihrer Nähe zu sein. Aber Robert, das wird doch nicht immer so bleiben. Der Job auf dem Schiff ist das Beste für mich. Du bleibst hier! Das kann ich nicht! Charlotte und ich, wir ziehen dein Kind nicht für dich groß! Auf gar keinen Fall! Das wollen wir nicht und das können wir auch nicht mehr! Robert, wir sind dazu einfach zu alt! Hast du mal überlegt, was du Valentina damit antun würdest? Die Kleine braucht ihren Vater! Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich kann dieses Kind einfach nicht ansehen! Denk doch nicht immer nur an dich! Das würde Miriam im Übrigen auch denken. Ach, lass mich bloß in Ruhe mit dem, was Miriam wollen würde oder was nicht. Hör mal zu. Sie ist deine Tochter. Du bist der Vater. Du trägst für sie die Verantwortung. Du allein. Was ist denn? Ich habe gerade an unser altes Sofa gedacht. Ja, da haben wir jahrelang so einen Schatz im Haus und haben überhaupt nichts gewusst davon. Und jetzt ist es weg. Mei, Alfons, es tut mir leid, wie oft soll ich es denn noch sagen? Ja, ich mache dir ja keinen Vorwurf, aber schade ist es schon. Sehr schade. Hallo, ihr zwei. Oh. Servus. Ihr kommt gerade richtig, der Kaffee ist fertig. Es gibt übrigens Neuigkeiten. Ja, Eva hört auf zu kellnern. Was? Was? Ist was passiert? Nein, aber ich kümmere mich um Valentina. Ab sofort, Vollzeit, als Kindermädchen. Ach, das ist aber nett. Ja, die Saalfelds, also Herr und Frau, haben mich gefragt, weil sie es alleine nicht mehr schaffen. Aha. Was? Ja, Hotelleitung und ein Baby, das ist ja vielleicht auch ein bisschen viel. Hm? Also das finde ich eine ganz gute Idee. Das ist ja schließlich auch dein Beruf. Ja, das stimmt. Die Sache hat allerdings einen Haken. Ich müsste ins Hotel ziehen zu den Saalfelds, weil ich ja dann jetzt ab sofort auch nachts gefordert bin. Ziehst du bei uns aus? Mhm. Das ist aber schade. Du wirst uns fehlen. Ja, ihr mir auch. Bei euch fühlt man sich sofort wie zu Hause. Das kann ich nur bestätigen. Wie das bei den Saalfelds wohl wird? Naja, das wird bestimmt auch nett. Nicht so rustikal wie bei uns. Du meinst, weniger gemütlich? Ach, Eva, wenn es dir dann nicht gefällt, dann kannst du jederzeit wiederkommen. Danke. Nee. Naja, und es ist ja nicht so weit weg. Naja, schon, aber... Und wir können uns jeden Tag im Fürstenhof sehen. Ja, das ist ja nur was ganz anderes. Das eine ist Beruf und das andere ist zu Hause. Du wirst uns arg fehlen. Hier sind jedenfalls die Schlüssel. Nein, den behältst du jetzt erst einmal. Wie sieht's denn jetzt mit mir aus? Ich meine, darf ich trotzdem hier wohnen bleiben, auch ohne Eva? Ja, natürlich. Obwohl ich ihr schönes Sofa zerhackt habe? Das werden wir ihm noch mal verzeihen. Und hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein. Die Arme schön locker am Körper mitschwingen. Ja, Herr Kühn, dann mal los. Und das Atmen nicht vergessen. Danke. Hast du viel zu tun, ja? Bist immer noch sauer wegen heute Morgen auf mich, richtig? Nein. Ja, du hast ja recht. Ich habe meine beiden Lieblingsmänner in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. Selbsterkenntnis ist der beste Weg, Lana. Ja, aber schau mal, der Job als Hausdame, diese Herausforderung ist... Ja, die ist... Okay. Also, was hältst du davon, wenn wir einfach mal kurz die Arbeit vergessen und ich dir einen Vorschlag mache? Ich könnte mir morgen Vormittag doch mal frei nehmen und wir unternehmen was Schönes zusammen. Nur du und ich. Und Fabienne. Naja,
unter den Umständen könnte ich mir vielleicht sogar überlegen, dir zu verzeihen. Frau Krendlinger hat mich angerufen. Sie will heute noch einziehen. Oh, das ist ja zumindest mal eine gute Nachricht. Schauen wir mal, was Robert dazu sagt. Charlotte, wir können nicht immer Rücksicht auf Robert nehmen. Zumindest wir müssen uns um die Kleine kümmern, wenn er es schon nicht tut. Kannst du nicht noch mal mit ihm reden? Er muss kapieren, dass er sich nicht vor seiner Verantwortung drücken kann. Ja, ich kann es ja mal versuchen. Aber was, wenn er wieder nicht hört? Wir können nichts anderes tun, als es immer wieder und wieder versuchen. Oh, Marusi, du hast ja ausgeschlafen, du Süße. Oh, Süße. So ein verrückt, was? Was? Dass wir uns noch in unserem Alter um so ein kleines Würmchen kümmern müssen. Ja, stimmt. Aber ich finde, du machst das sehr gut. Ja? Mhm. Jedenfalls viel besser als früher, wenn ich das sagen darf. Aha. Ja, das darfst du. Schätzlein, jetzt gibt's was zu essen. Ja, schau mal, der Opi. Hast du Zeit für mich? Was soll ich machen, die Arbeit? Bei der Möbelmesse warst du auch schon nicht dabei. Ach, Rosalie. Du weißt doch, der Kongress. Ne? Aber als kleine Entschädigung gehen wir heute essen. Nur wir beide. Weißt du, ich würde wahnsinnig gerne mit dir essen gehen, aber ich hab's dir doch schon erklärt. Der Kongress beginnt mit einer Informationsveranstaltung. Ja, endlos langes Gelaber über neues Rheumamedikament, ich weiß. Und was ist daran so toll? Ne? Es ist für mich mindestens so toll wie für dich die Möbel. Gut, dann hole ich dich ab und wir machen es uns nett nachher, ja? Das geht leider nicht. Gleich im Anschluss gibt es ein Essen mit den Kollegen. Das kann ich leider nicht absagen. Hier geht Essen? Dann komme ich aber mit. Wir haben schon so lange nichts mehr zusammen unternommen. Du würdest nicht zu Tode langweilen. Lass mich das entscheiden, ja? Das ist reines Medizingequatsch. Die Ärzte und ihre gelangweilten Ehefrauen glauben mir, wenn ich nicht unbedingt hin müsste. Keine 10 Pferde bringen mich dorthin. Also, wenn du mich mitnimmst, dann wirst du dich ganz bestimmt nicht langweilen. Davon bin ich überzeugt. Also, wollte ich schon immer mal anderen auf Arztgattin machen. Im Schlaugucken bin ich nämlich spitze. Rosalie, ich kann... Und? Na schön. Ich doch mit? Dass man nachher keine Beschwerden kommt. Keine Beschwerden? Versprochen, Herr Doktor. Bitte. Wir haben das Zimmer für Sie herrichten lassen. Oh. Geht's? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Oh, nein, ich bin auch hier, um Ihnen Arbeit abzunehmen und mich neu zu machen. Ich stell's einfach ab. Gut. Was ist denn hier los? Frau Krendlinger zieht bei uns ein. Warum? Ich bin hier, um nach Ihrer kleinen, lieben, bedauernswerten Tochter zu sehen. Wie bitte? Ihre Eltern haben keine Zeit, sich dauernd um ihre Aufgaben und Pflichten zu kümmern und deswegen haben sie mich engagiert. Ihnen macht's wohl Spaß, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen, was? Sie reden nicht lange drumherum, hm? War das jetzt zu direkt? Nein, im Gegenteil. Mir wird gerade klar, dass wir tatsächlich genau das richtige Kindermädchen für Valentina gefunden haben.